möchte noch das Buch hinweisen, Angriffe auf die Freiheit, Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte. Wenn das so ist, dass dieses apokalyptische Bild, dass irgendwelche Islamisten hier eine Dirty Bomb zünden oder Hunderte von Menschen umbringen auf einen Schlag oder wenn man, dann mag das zutreffen oder eher nicht, wie wir nüchtern das bedenken und wie Sie das in Ihrem Buch auch überzeugend zeigen. Aber vielleicht ist doch die Kalamität darin, dass der Sicherheitswunsch im Einzelnen größer ist. Was ist denn Ihre Vermutung? Wir können das ja nur vermuten. Wofür Menschen gekämpft haben, wenn sie in einer belagerten Stadt tatsächlich Tag für Tag unter Bombardement stehen. Da könnte man ja denken, das Erste, worum es geht, ist, was zu essen zu haben, was zu trinken zu haben und möglichst nicht von einer Bombe getroffen zu werden. Was aber viele tun, sie tauschen Essen gegen Bücher, sie organisieren unter Lebensgefahr Theaterstücke in irgendwelchen Ruinen, sie treffen sich, sie spielen Schach, sie versuchen einfach Mensch zu bleiben. Und auf einmal stellt man fest, als verwöhnter Kulturfuzzi aus dem Westen, dass Kultur und die Freiheit dazu etwas ganz anderes ist. Das ist keine Abendunterhaltung, das ist kein reines Vergnügen, das ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern das ist etwas, was uns quasi unter anderem vom Tier unterscheidet und was uns zum Menschen macht. Und wenn es an das Eingemachte rangeht, und das passiert schneller, als man denkt, das fängt an, wenn man nicht mehr sagen darf, was man will, dann spüren wir sehr wohl, was uns wichtiger ist, Freiheit oder Sicherheit. Und ich glaube, die Mehrheit von uns entscheidet sich dann eben doch für die Freiheit. Oder zumindest ist es ihr Impuls, dann die Freiheit zu wollen. Und weil wir das glauben, glauben wir eben auch an diese Staatsform, die den freien Menschen voraussetzt. Sonst müssten wir hier einfalten. Außerdem sind wir ja eine Gesellschaft von Draufgängern. Also es rasen alle mit 220 auf der Autobahn, obwohl sie wissen, dass 5000 Leute jährlich in Verkehrsunfällen sterben. 5000. Wegen medizinischer Behandlung sind seit 2000 und was, zwischen 2001 und 2006 wegen falscher medizinischer Behandlung 50.000 Leute gestorben, pro Jahr 3000 an Grippe. Und überhaupt der größte Draufgänger ist der Heimhandwerker. Denn das ist die größte Gefahr, die so dem deutschen Mann vor allem droht. Außer Duschen. Genau. Und das heißt eigentlich, wenn Schäuble wirklich die Sicherheit unserer Nation am Herzen liegt, müsste er sofort Sicherheitsgesetze gegen Heimhandwerker, Duschen, Leiter und so weiter stellen. Also Menschenrechtsverletzungen sind sowieso so ähnlich wie quasi groß gepixelte Plakate. Die sieht man immer nur, wenn die weit weg stattfinden. Also wir zeigen ganz oft mit dem Finger gerade nach China und prangern bestimmte Vorgehensweisen an. Diese Zensur des Internets ist eine. Das ist ja bei uns längst so. Auch hier arbeiten ja private Firmen gezwungenermaßen mit dem Staat zusammen und werden als Provider gezwungen, IP-Adressen offenzulegen und zu zeigen, wo eine E-Mail herkommt. Also die Verfahren sind natürlich genau dieselben, weil aus Sicht des Staates auch die Vorteile des Internets dieselben sind. Vernetzung, unkontrollierte Kommunikation und dadurch eben die Möglichkeit, Allianzen zu schaffen, die vielleicht dann in bestimmten Situationen nicht erwünscht sind. Also ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir von dem hohen Ross des Glaubens, bei uns sei immer alles in Ordnung und wir könnten quasi denen erklären, was Menschenrechte sind, wenn wir runtersteigen würden und nicht nur historisch Vergleiche ziehen würden, sondern auch ganz nüchtern gewissermaßen geografisch Vergleiche ziehen würden und nicht sagen würden, was die chinesische Regierung macht, ist per se von anderer Qualität als das, was wir machen. Weil dafür sehe ich keine Begründung. Applaus